Hi meine Lieben, willkommen zurück zu meinem Kanal, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich bin Jessie und ja, heute habe ich ein Gelesen-Video für euch. Ich habe einige Bücher, über die ich auf diesem Kanal noch nicht gesprochen habe, die ich in den letzten Monaten teilweise gelesen habe und die irgendwie noch nicht so Airtime hier bekommen haben und über die ich einfach noch nicht so viel erzählt habe. Einige der Bücher habe ich tatsächlich mit euch im Buchclub gelesen und falls ihr euch jetzt fragt, was ist der Buchclub, schaut in die Infobox, da habe ich ein Video dazu mit allen Informationen und ja, einige von euch, die im Buchclub sind, die werden auch schon meine Meinung zu diesen Büchern vielleicht kennen, aber ich finde es trotzdem interessant. Einige der Bücher waren richtige Highlights für mich und lasst uns loslegen. Das erste Buch ist das Buch Alma Mater von Peter Zornieden. Das ist ein Buch, das schon etwas länger in meinem Regal gestanden hat, einfach aus dem Grund, dass es relativ dick ist. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt im Zusammenhang. Aber es ist ein sehr, sehr dickes Buch. Und das stand bestimmt 1,5 Jahre in meinem Regal. Ich fand es generell vom Vibe her und von der Storyline, was ich mir jetzt erwartet habe davon, sehr, sehr interessant, aber war einfach ein bisschen ängstlich, jetzt so einen Riesenschinken zu lesen, ob es mir jetzt gefällt oder nicht. Und war ein bisschen unsicher. Und wir haben es im Buchclub tatsächlich über 2 Monate gelesen, weil es doch ein sehr, sehr dickes Buch war. Und ich fand es sehr, sehr wunderbar. Es gab einige Dinge, die mich ein bisschen gestört haben, über die spreche ich gleich, aber generell hat mir das Buch sehr, sehr gut gefallen. Und zwar bewegen wir uns in dem Buch im Jahr 1641 und es geht um Georg. Er ist unsere Hauptperson, also einen männlichen Point of View hat man generell nicht so oft bei Büchern. Oder ich habe jetzt bei meinen christlichen Büchern fast gar keinen männlichen Hauptprotagonisten quasi und das fand ich schon sehr, sehr cool. Und Georg ist eine Person, die ich von Seite 1 eigentlich ins Herz geschlossen habe. Und zwar ist er ein junger Bursche quasi, der ist so Teenager, als wir ihn kennenlernen oder als die Geschichte anfängt, wie gesagt 1641 und wächst in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen auf und inmitten von Krieg. Ja, und das Dorf, in dem er lebt, wird quasi überrollt von den Schweden und die müssen sehr, sehr viel hungern und man schließt Georg so ein bisschen ins Herz, weil er als Charakter einfach extrem liebenswert ist, finde ich. Er ist ein sehr wissbegieriger junger Mensch, sein Papa ist Lehrer und Georg möchte eigentlich auch studieren und steckt seine Nase eigentlich nur in Bücher. Das heißt, ich habe da schon so ein bisschen mit ihm mich verbunden und mich wiedergesehen in ihm. Und einfach vom Wesen her ist er sehr liebevoll und ein sehr, sehr ruhiger Mensch irgendwie. Also ich war extremer Fan von Georg und Georg darf dann irgendwann auch nach Marburg studieren und wir lernen dann eine neue Seite auch von ihm kennen und so ein bisschen dieses Studentenleben kennen in Marburg, wie es so ist. Und das war damals gar nicht so einfach. Also vor allem, wenn man Student im ersten Jahr war, war man quasi wurde man sehr viel gepeinigt von den Leuten, die schon länger da waren. Und man lernt auch so ein bisschen diese Zeit kennen, in der Georg sich bewegt, wie die Leute damals gelebt haben, wie die Städte aufgebaut haben, wie die quasi ihr tägliches Brot verdient haben sozusagen. Und es gibt auch ganz, ganz große theologische Fragen, die Georg sich stellt. Denn Georg studiert Theologie, er möchte Pastor werden, oder zumindest glaubt er das. Und er hat aber sehr, sehr große Fragen, die er in diesem Buch immer wieder stellt, die er Gott stellt, die er Menschen stellt, die ihm über den Weg laufen und die ja mehr oder weniger durch die Praxis in seinem Leben dann auch geklärt werden. Dieses Buch hat, falls euch der Vibe so ein bisschen was sagt, was von Academia, weil es sich auch eben um Studieren, um Universitäten dreht, in dem Buch hätte es meiner Meinung nach ein bisschen mehr darum gehen können, was Georg denn studiert und was er lernt. Das hatten wir alle im Buchclub einvernehmlich basically gesagt, dass wir es cool gefunden hätten, mehr darüber zu erfahren. Aber an sich ist es total interessant, weil es eben auch geschichtlich ist. Die Autorin selbst lebt in Marburg und kann deshalb sehr, sehr viel darüber sagen. Marburg ist gar nicht so weit weg von mir. Also ich habe auf jeden Fall Lust, auch mal einige der Kulissen hier quasi zu besuchen. Das ist 1,5 Stunden oder so von mir entfernt. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Immer cool, wenn es jetzt nicht so super fiktiv ist, sondern irgendwie um die Ecke. Also die Geschichte an sich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, das ist mein Fazit so ein bisschen, dass das Buch an Teilen zu lang ist. Wir lernen dann Georg auch kennen, wie er sich im Krieg quasi verhält, auch wie er die ersten romantischen Erfahrungen quasi macht. Und an sich ist es eine wunderbare Geschichte von einem jungen Mann, der inmitten des, von während des Krieges, der Armut und nicht genug zu essen und sehr, sehr viel Leid, trotzdem an Gott festhält, trotzdem aber realistisch bleibt und man verfolgt ihn quasi, wie er erwachsen wird. Und das ist an sich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Manche Teile haben sich öfters mal wiederholt, manche Teile haben mir ein bisschen gefehlt und das war so ein bisschen die einvernehmliche Meinung aus dem Buchclub auch. Aber an sich, wenn ihr euch dafür interessiert, so ein bisschen für diesen Academia-Vibe und gerade für die Zeit, in der 1640 in der Krieg in Deutschland war, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, da ist auch sehr, sehr viel Info einfach darüber drin, sehr viel, was ich auch selbst nicht wusste, dann kann ich euch das Buch empfehlen. Für mich würde ich sagen, wenn ich Sterne vergeben würde, mache ich nicht wirklich oft,
vielleicht so 3 von 5. Also es hat ein bisschen was gefehlt, hätte weggenommen werden können, aber ich habe mir einige Markierungen gemacht. Gerade das Theologische fand ich hier ganz, ganz stark und Bete zu Nieden schreibt einfach köstlich, muss man wirklich sagen, das zergeht auf der Zunge. Von daher, wenn ihr eine gute Lesezeit haben möchtet, vielleicht in Urlaub fahrt und nur ein Buch mitnehmen möchtet, das wird euch auf jeden Fall durch Urlaubswochen tragen. Also mir hat es sehr gut gefallen. Das nächste Buch haben wir auch im Buchclub gelesen und ja, das ist tatsächlich auch im Franke Verlag. Also wir haben sehr, sehr viele Franke Bücher in unserem Buchclub und das ist ein Buch, das bei mir immer noch nachhalt, auch wenn es schon wieder ein paar Monate her ist, dass wir es gelesen haben, und ein Buch, das, von dem ich glaube, dass es über den Kamm geschert sehr, sehr vielen Menschen sehr gut gefallen möchte. Lass dich nicht vom Cover abschrecken, das finde ich persönlich ja schreckhaft, aber nichtsdestotrotz, vielleicht gibt es ja bald eine neue Auflage mit einem cooleren Cover. Und zwar ist es das Buch Lynn Austins, Ein Cover voller Träume. Da gibt es ganz unterschiedliche Cover. Ich habe jetzt leider gebraucht nur das unschönste gefunden, muss ich zugeben. Also finde ich überhaupt nicht passend, aber kann man eben auch mal kritisieren. Und dieses Buch hat mich wirklich in den Bann gezogen. Das haben wir, wie gesagt, auch im Buchclub gelesen. Und ich bin froh, dass wir es gemeinsam gelesen haben, weil es keine einfache Kost ist. Teilweise war ich überrascht von Lynn Austin, weil sie eigentlich nicht die Autorin ist, die sehr, sehr krass mit Gefühlen spielt, habe ich das Gefühl. Oder ja, bei der es so sehr, sehr tief geht oder sehr ins Detail. Aber hier, muss man wirklich sagen, hat man mitgefühlt, mitgeweint, miterwartet. Und es ist eine sehr, sehr aufreibende, aber sehr wunderbare Geschichte. Wir befinden uns am Anfang dieses Buches in Schweden, so um 1900 rum ungefähr, und begleiten die drei Schwestern Elin, Kirsten und Sophia auf einer sehr, sehr harten Reise. Die müssen Schweden verlassen aus, ja, nicht so tollen Gründen, aber die wissen auf jeden Fall, wir müssen raus aus dem Ort, an dem wir wohnen. Und ja, in dieser Zeit wurde eben Amerika als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, so ist der Spruch, angepriesen. Und es gab sehr, sehr viele Migranten, die eben nach Amerika ausgewandert sind. Und das wagen diese Schwestern auch. Und da erfährt man quasi von erster Hand, wenn ihr vielleicht so ein bisschen auch Titanic-Fans seid, Titanic war 10, 15 Jahre später, aber vom Vibe her kriegt man das so ein bisschen mit, dann kann ich euch das Buch auch empfehlen. Wir befinden uns nämlich sehr, sehr lange Zeit in dem Buch auch auf dem Schiff und kriegen da einfach mit, wie eben die ärmere Gesellschaftsschicht quasi, diese Überseefahrt, die doch sehr, sehr lange war teilweise, also von Schweden bis in die USA, das dauert echt, wie die das mitbekommen haben. Und persönlich hier in dieser Geschichte verfolgen wir auch drei Schwestern, die sehr unterschiedlich sind, die unterschiedlicher nicht sein könnten, die alle ihr Päckchen mittragen und die sich von dieser Reise und dem Ziel teilweise auch was ganz Unterschiedliches erhoffen. Mehr oder weniger gehen alle freiwillig mit, die eine mehr, die andere weniger. Einige der Momente hier in dem Buch sind auch wirklich zum Haare raufen, wo du dir denkst, reißt euch doch jetzt endlich zusammen. Also wie halt auch vielleicht Geschwister so ein bisschen sind, ist da nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber es ist sehr interessant, in die Psychologie einzutauchen dieser drei Personen, ihre Wünsche und Träume kennenzulernen und wie die sich vielleicht auch durch die Fahrt verändern. Denn jeder macht auch während dieser Fahrt, und es geht nicht nur um die Fahrt, sondern die landen dann auch in den USA. Jeder macht sich da so seine eigene, baut sich seine eigene Geschichte auf. Und wie gehen sie als Gruppe zu dritt mit Widrigkeiten um? Und wie gehen sie als einzelne Person mit ihren persönlichen Widrigkeiten um? Das ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Man kann sich extrem gut reinfühlen. Und dadurch, dass das drei sehr unterschiedliche Charaktere sind, finde ich, dass sich auch jeder irgendwie so ein bisschen in einer der Schwestern wiederfinden kann. Manchmal in der einen, manchmal in der anderen, aber man kann sehr, sehr gut mitfühlen. Man kriegt auch viel mit, wie es damals ablief auf Ellis Island. Das finde ich auch total spannend, weil ich darüber nie wirklich viel gelesen habe, aber wie damals eben das Migrationssystem quasi war und wie die Leute da aussortiert wurden und nach welchen Kriterien und so, also auch sehr, sehr spannend. Man lernt quasi auch wieder was, aber man kann sich so reinfühlen in diese Geschichte. Man fiebert mit den Schwestern, man leidet mit. Also ein Buch, das, wie gesagt, ich glaube, sehr, sehr vielen gefallen wird. Es schwenkt nicht in das eine Extrem, schwenkt nicht in das andere. Es ist nicht kitschig, es ist nicht sehr brutal. Es ist einfach nur ein solides Buch, das man liest und sich denkt, boah, das war eine richtig, richtig gute, zufriedenstellende Geschichte. Also ich kann es euch wirklich sehr empfehlen. Ein Buch, das ich, glaube ich, auch viel verschenken und ausleihen werde. Also für mich ein Highlight. Das nächste Buch hat mich sehr überrascht. Ich war ein bisschen auf der Suche nach etwas Romantik, was für mich nicht oft vorkommt, aber manchmal bin ich auch in dieser Phase, in der ich vielleicht mal was Romantisches lesen möchte, ein bisschen so Regency-mäßig lesen möchte. Das kommt nicht oft vor, aber manchmal schon. Und ich wollte mir schon länger ein Buch von Ingrid Kretz mal anschauen, weil ich sie als Autorin noch nicht wirklich vorher gelesen habe. Und dann ist mir eben das Buch, das diese zwei Dinge verbindet, in die Hände gefallen quasi. Und das ist Die zweite Braut von Cold Ashton Manor
von Ingrid Kretz. Da bewegen wir uns in England im Jahr 1799 und zwar in den Cotswolds, generell eine Gegend, die ich sehr, sehr spannend, sehr, sehr schön finde, die ich unbedingt mal in Urlaub fahren möchte. Und ja, ich habe mich einfach schon auch vom Cover und so sehr, sehr wohl gefühlt in dieser Geschichte und die hat mich extrem positiv überrascht. Und zwar war diese Geschichte sehr, sehr tiefgründig und sehr, hatte so Plot-Twists und war ganz anders als erwartet. Also historische Romane, dadurch, dass sie historisch sind und manchmal auch vor gewissen historischen Ereignissen spielen, manchmal fällt die Geschichte so ein bisschen in die zweite Reihe und hier war das überhaupt nicht so. Hier geht es um Amber und Richard, die aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten kommen. Richard ist ein Lord und Amber ist eine Apothekerstochter, die sich dann aber kennenlernen und ja, auch ineinander verlieben. Das klingt jetzt erstmal nach einer sehr basic Story, aber wie diese Personen sind und vor allem wie Richard ist, da habe ich mich sehr, sehr wiedergefunden. Richard ist, ich würde ihn heutzutage quasi als hochsensibel beschreiben, weil er doch sehr naturgebunden ist und immer wieder Sachen sagt. Er hat so ein Auge für gewisse Dinge, er hat eine Empathie für Leute und ich finde es ein sehr, sehr toller Charakter. Es ist natürlich wichtig, dass die Story interessant ist, aber es ist auch wichtig, dass die Charaktere cool sind, dass man sich in sie reinfühlen kann, sie nachvollziehen kann oder wenn man sie nicht nachvollziehen kann, dass es einen gewissen Grund dafür gibt. Also hier in der Geschichte, auch wenn es quasi 50-50 ist mit Amber und Richard, konnte ich mich in Richard noch etwas mehr reinversetzen und die Geschichte hat mich einfach überrascht, weil sie auch theologisch oder moralisch eine ganz andere Richtung einschlägt, als ich gedacht habe. Und in dieser Geschichte ist es eben so, dass Amber und Richard ja, Dinge machen, die vielleicht nicht so ganz in Ordnung sind und Amber dann spurlos verschwindet, ihre Familie schickt sie weg zu einer Verwandten, die auch irgendwie im Exil ist quasi und Amber soll dorthin und soll ja keiner erfahren, was sie gemacht haben und soll ja keiner irgendwie wissen, dass sie überhaupt existiert. Und für Richard ist es natürlich sehr, sehr schlimm, weil er nicht weiß, wo sie ist, niemand will ihm sagen, wo sie ist und er ist so auf der verzweifelten Suche nach Amber und das klingt auch wieder so ein bisschen nach einer Geschichte, bei der man weiß, wie sie ausgeht, aber es gibt so viele Plot-Twists in der Geschichte und so viele realistische und auch sehr schöne Plot-Twists. Also die zwei gehen nicht irgendwie über Leichen, um sich zu finden. Richard ist nicht so, dass er quasi mit seiner Familie bricht und alle Brücken abbrennt, nur um Amber zu finden, seine große Liebe. Und auch Amber, in der Phase, in der sie ist, die eher sehr unangenehm ist, kann sie trotzdem charakterlich wachsen. Und da hat das Buch mich wirklich verzaubert einfach. Die Liebesgeschichte der zwei ist natürlich quasi die Story des Buches, aber überhaupt nicht so stark im Vordergrund. Es geht viel um charakterliche Entwicklung, um Moral, um was ist das Richtige, um, ja, wie kann ich quasi das Schicksal oder dieses Schicksal, das Gott mir auferlegt, wie kann ich damit umgehen und wie sehr beruf ich auf meinem eigenen Recht so ein bisschen. Also es ist vielleicht ein bisschen kryptisch, ich will nicht zu viel sagen, weil sonst würde ich die Geschichte spoilern, aber es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich muss auch sagen, Ingrid Kretz' Schreibstil hat mich extrem überzeugt, also ich kann es kaum erwarten, ihre nächsten Bücher zu lesen. Ich habe hier Die Feuermark von Dillenburg, ihr neuestes Buch auch im Regal, das ist bei mir als nächstes dran, weil sie mich wirklich sehr überzeugt hat. Geschichten müssen nicht die allerkrassesten sein, aber wenn der Schreibstil gut ist, wenn die Erzählart gut ist, dann bin ich sofort in Bann gezogen. Und hier, dieses Buch hat mich nicht enttäuscht. Also wenn ihr auch so ein bisschen Lust habt auf Regency, auf historische Romane, auf einfach diese Zeit so um, ja, im 18. Jahrhundert so ein bisschen, dann lest dieses Buch. Es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen und ich kann auch Ingrid Kretz generell sehr empfehlen. Ich freue mich auf ihre nächsten Bücher und das Buch wird euch überraschen. Ja, und das letzte Buch, das ich heute vorstellen möchte, ich habe irgendwie gerade so gedacht, das sind richtig gute Bücher für, wenn ihr in Urlaub fahrt. Also ich werde das Video vielleicht auch so ein bisschen titulieren, gelesen. Bücher, die ihr auch voll gut im Urlaub lesen könnt, weil sie einfach einen extrem mitnehmen. Dieses Buch von Francine Rivers hätte ein paar Trigger Warnings gebrauchen können, lieber Gerd Medienverlag, falls ihr mein Video schaut, dann ja, würde ich euch empfehlen, irgendwo eine ganz, ganz kleine letzte Seite hinten, unten ganz, aber für Leute, die, ja, in diesem Buch gibt es so eine lange Liste von Triggern, also würde ich euch sehr empfehlen, da Trigger Warnings reinzuschreiben. Und zwar, vielleicht habt ihr euch schon gedacht, und zwar geht es um das Buch Die Liebe findet dich von Francine Rivers. Ich dachte gerade, Die Liebe ist stark, aber das ist ein anderes Buch von ihr. Und ja, Die Liebe findet dich. Ich finde aber das Buch leider nicht. Ich habe überall in der Wohnung gesucht, ich kann es nicht finden, also blende ich es euch hier ein. Ich glaube, ich habe das in den letzten paar Wochen verliehen, ich weiß es nicht mehr. Aber das Buch haben wir auch im Buchclub gelesen im Juni jetzt und ich bin sehr froh, dass wir es gemeinsam gelesen haben, weil es doch sehr, sehr, sehr heavy ist. Ich kann nicht so viel vom Buch erzählen, ohne viel zu spoilern. Ich kann euch nur sagen, es geht um eine Lebensgeschichte von einer jungen Frau, die auf sehr, sehr schlimme Art startet und die sehr, sehr lange, sehr, sehr schlimm weitergeht. Dieses Buch hat mich von Anfang an mitgenommen. Das ist auf jeden Fall fast-paced, also man geht gleich rein in die Geschichte. Man kann sich sehr in die Charaktere reinversetzen. Es geht um die junge Abra, die als Baby unter einer Brücke ausgesetzt wird und dann von einem Pastor gefunden wird, von einer Pastorenfamilie, wo sie dann auch einige Jahre
sehr, sehr gute Jahre quasi erlebt und in denen es ihr sehr gut geht. Dann wird sie allerdings aufgrund von ganz schlimmen Umständen weitergegeben und dann geht ihr Leben so ein bisschen bergab. Und psychologisch gesehen kann man total nachvollziehen, warum Abra den Lebensweg einschlägt, den sie einschlägt. Also das ist sehr, sehr interessant zu sehen, wie sie sich entwickelt, mit welchen Personen sie abhängt, warum diese Personen schlecht für sie sind, sie sich aber so hingezogen fühlt und wie ihr Leben in den nächsten Jahren dann auch verläuft. Ich möchte nicht spoilern, nicht viel erzählen, was passiert, denn das ist so ein bisschen die Essenz der Geschichte und ja, ich würde dann sehr, sehr großen Plot-Twist quasi so ein bisschen wegnehmen, aber ich kann euch sagen, warum mich das Buch so überzeugt hat. Und zwar ist es ein typisches Francine Rivers Buch, wie ich es liebe. Ich finde, sie hat Bücher, die sind eher schwächer. Ihre neuen Releases gefallen mir nicht so gut, aber dieses Release ist etwas älter und hat mich auf jeden Fall sehr, sehr mitgenommen, denn es ist brutal, es ist schlimm, es ist quasi da, wo man eigentlich denkt, die Kamera schwenkt weg, da bleibt sie weiterhin da und das ist typisch Francine Rivers und warum ich sie auch so gern lese. Wenn ich Francine Rivers lese, weiß ich das. Von daher gehe ich dann auch mit diesem Mindset rein, dass es schockierend sein könnte, was dieses Buch auch definitiv ist. Aber in diesem Buch, wie der Titel vielleicht schon so ein bisschen sagt, geht es ganz, ganz viel um Liebe, die man braucht, aber nicht bekommt und wie Gott eigentlich den Menschen immer, immer hinterher rennt. Hinten im Epilog liest man dann auch so ein bisschen, wer dieser Person, die in dem Buch mitspielen, ohne jetzt wieder zu viel zu verraten, welche biblischen Persönlichkeiten darstellen sollen. Also das ist auch ganz interessant zu lesen im Nachhinein. Aber in diesem Buch geht es, wie gesagt, ganz, ganz viel um dieses Gott jagt dir quasi nach, Gott gibt dich nicht auf, egal wie sehr du ihn wegstößt, egal wie sehr du denkst, er liebt dich nicht, er braucht dich nicht, du brauchst ihn nicht, du schaffst es irgendwie schon und niemand will dich überhaupt. Gott quasi rennt dir trotzdem hinterher und buhlt um dich, bis du vielleicht irgendwann wieder zu ihm zurückkommst und dich wieder ihm zuwendest. Und das ist in dem Buch die ganz, ganz große Storyline quasi. Es ist so gut geschrieben, dass ich immer wieder gesagt habe, Mensch, das muss verfilmt werden. Also ich frage mich, warum es noch nicht verfilmt wurde. Ich weiß nicht, ob vielleicht christliche Filme nicht so beliebt sind oder gut ankommen, keine Ahnung. Aber dieses Buch ist fast wie ein Drehbuch geschrieben. Man kann jeden Raum, jede Persönlichkeit, jede Beweggründe auch der Person sehr, sehr gut nachvollziehen. Die sind nicht eindimensional. Auch die Nebencharaktere, die eigentlich überhaupt nicht wirklich wichtig sind, haben Dimension und das finde ich so wichtig, weil das macht die Geschichte real. Man kann sich reinversetzen. Es ist nicht nur jemand, der da ist, wie so ein Baum in der Ecke steht und immer gleich aussieht und das Gleiche sagt und das Gleiche macht, sondern die Person, du bist interessiert an ihrer Lebensgeschichte, ohne dass sie jetzt quasi viel zur eigentlichen Storyline beitragen. Und das finde ich richtig gut. Das ist für mich immer so, was ein Buch von den anderen abhebt. Also, wenn ihr härter im Nehmen seid, sage ich einfach jetzt mal, dann kann ich euch das Buch sehr empfehlen. Ich habe auch ein paar Mankos an dem Buch. Es gibt eine Person, und zwar Abras Bruder Joshua, der wird mir in dem Buch zu perfekt dargestellt. Also ich bin irgendwie so ein bisschen over Menschen, die keine Fehler haben. Natürlich, wenn ihr den Epilog lest, dann wisst ihr vielleicht auch, warum das so gewählt wurde, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr Ecken und Kanten gewünscht. Allerdings, für mich war das Buch sehr, sehr stark. Ich weiß, im Buchclub haben einige gesagt, dass es ihnen sehr gut gefallen hat. Einige fanden es zu brutal, also ihr seid hiermit vorgewarnt. Aber ich denke, wenn ihr, vielleicht das ein oder andere eher seichte Buch gelesen habt, ein Sachbuch vielleicht gelesen habt und ich denke, ihr habt jetzt Bock auf eine Geschichte, die euch mitnimmt von Seite 1 und die euch, ihr müsst heulen an mehreren Stellen. Und ich bin immer fasziniert, wenn man von Büchern weint, weil das ist, ist Tinte auf Papier, aber das Buch nimmt euch wirklich sehr mit. Ich kann es euch wirklich sehr, sehr empfehlen und habt jetzt nicht viel zur Story sagen können, aber ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr es lest, denke ich mal. Die Trigger Warning schreibe ich euch auch unten nochmal in die Infobox, nur damit ihr vorgewarnt seid quasi. Und vielleicht schaffen wir es ja irgendwann nochmal, dass die Verlage auch sowas machen. Das würde mich sehr freuen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das vielleicht cool findet. Und das sind jetzt 4 Bücher, die ich in den letzten Monaten gelesen habe. Einige dadurch mit dem Buchclub, wie gesagt, habe ich jetzt öfters erwähnt. Und einige auch einfach so. Ich habe noch ein paar andere auf der Leseliste. Ich denke, 4 Bücher für ein Video sind in Ordnung. Die nächsten Videos, die jetzt rauskommen, werden unter anderem auch Verlagsvorschauen sein. Viele von euch haben sich gewünscht, dass ich wie immer eigentlich auch die Verlagsvorschauen mache für die, für Herbst, Winter tatsächlich jetzt schon. Die kamen irgendwann im Frühjahr raus und ich war ganz verwirrt. Aber wenn ihr schon so ein bisschen Blick auf die cozy Zeit habt, dann könnt ihr, meinen Kanal abonnieren, einfach dabei bleiben. Wir sind fast 500 Abonnenten, finde ich richtig cool. Für jede Person, die hier ist, bin ich sehr, sehr dankbar. Und falls ihr eine coole Empfehlung habt, ein gutes Buch habt, eine Sommerlektüre vielleicht sogar, dann schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Büchern und ich weiß, ihr da draußen auch. Und ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!